Ja, liebe Berufsdemonstranten, liebe Modernisierungsverhinderer, liebe Querulanten, liebe Eventprotestierer, liebe Rentner, liebe Kommunisten, liebe Ewiggestrige, liebe Wutbürger, liebe Träger des Unwortes des Jahres 2010. Ganz Deutschland hat sich inzwischen von uns anstecken lassen. Weltweit wird über den Stuttgarter Protest, den schwäbischen Widerstand geredet, gestritten, diskutiert. Er steckt an, er animiert und inspiriert, weil der Streit um Stuttgart 21 für so viel mehr steht als nur für Stuttgart 21. Es ist auch, wie die Agenda 2010 es war, ein Kampf um die Beschaffenheit unserer Gesellschaft. Ein Kampf darum, wie unser Gemeinwesen in der Zukunft aussehen soll. Es geht also um nicht weniger als um alles. Es geht gegen ein auf Egoismen beruhendes Wirtschaftssystem, das das Gemeinwesen ausbluten lässt. Gegen die drohende Privatisierung weiter Teile der Öffentlichkeit. Gegen eine Reduktion der sozialen Komponente der Marktwirtschaft. Gegen rücksichtsloses Wirtschaftswachstum. Gegen den zerstörerischen Umgang mit Natur, Denkmalschutz und Stadtentwicklung. Gegen das Gerede von Schnelligkeit, welches nur eine weitere Metapher dafür ist, dass die Ökonomie inzwischen die Herrschaft über unser Leben und unsere Lebensqualität erlangt hat. Diese Repräsentanz hat uns 2010 mit teilweise über 100.000 Demonstranten die Kraft und die Energie gegeben, einen solchen Druck auszuüben, dass wir am Ende des Jahres die sogenannte Schlichtung und den sogenannten Untersuchungsausschuss erstritten haben. Wir haben die Projektbefürworter zur Beweispflicht gezwungen. Was kam dabei heraus? Es kam heraus eine für Sie deprimierende Faktenklärung mit niederschmetterndem Ergebnis. Das Zitat, bestgeplante Projekt hat kein taugliches Betriebskonzept. Stuttgart 21 ist außerdem viel zu teuer, voller Mängel im Detail und ohne zusätzliche Nutzen für die Bahnkunden. Der Faktencheck wurde also mit den besten denkbaren Noten mehr als bestanden. Und dann kam der Hammer. Dann kam der Hammer, der Schlichterspruch des Orakels Geißler. Heiner Geißler wird ja von einigen immer noch als der weise Vermittler, der Entschärfer eines sozialen Konfliktes gefeiert. Zitat, wir danken Heiner Geißler für seine intensiven Bemühungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht mehr hören, mir geht das auf den Sack. Ich erfinde Heiner Geißlers Orakelspruch als zynisch, als inkonsequent und als inhaltlich völlig unbegründet. Ich würde ihn eher Heiner den Scheinheiligen nennen. Der gesamten Schlichtung bei jeder Art von objektiver Betrachtung keinerlei sachlichen Grund dafür festzustellen, dass der Bau eines Tiefbahnhofs das überzeugendere Projekt sein würde. Im Gegenteil, während der Schlichtung wurden immer neue Argumente gegen Stuttgart 21 öffentlich gemacht. Heiner Geißler ist hier leider wieder zu dem unsachlichen Parteipolitiker geworden, der er jahrzehntelang war und das ohne Not und gegen jede Vernunft. Erst findet Heiner Geißler mit heraus, dass Stuttgart 21 keine Leistungssteigerung gegenüber dem Kopfbahnhof, geschweige denn gegenüber einem neuen Kopfbahnhof, darstellen kann. Dann verdreht er willkürlich die Ergebnisse, ignoriert den gesamten Arbeitsprozess und kündigt Stuttgart 21 Plus an. Stuttgart 21 Plus, was bitte soll das sein? Das klingt wie ein neuer Staubsauger oder wie ein Abführmittel oder wie ein Kloreiniger, je nachdem, wie man es betrachtet. Sei es drum, Stuttgart 21 überlebt also nur mit Plus. Es bringt zwar keine Vorteile, ist aber nach wie vor zu teuer, aber dafür wird es jetzt nämlich halt noch teurer. Stuttgart 21 Plus heißt nämlich vor allem ein Plus an Kosten. Geld kann aber auch in Stuttgart nur einmal ausgegeben werden.
Wenn Geislers Plusbedingungen konsequent umgesetzt werden würden, dann würde dieses unsinnige Projekt noch unwirtschaftlicher werden. Dann käme eine noch schlechtere Qualität, eine noch inakzeptablere Leistungsfähigkeit dabei heraus. Dann wäre das Projekt wahrscheinlich tot und deshalb werden die Projektbefürworter natürlich nichts davon umsetzen. Sie instrumentalisieren lediglich die Schlichtung und das kann man am sogenannten Stresstest leicht erkennen. Der soll jetzt nämlich durch die Bahn selber gemacht werden, obwohl dies ausdrücklich anders vereinbart worden war. Der Stresstest. Gemacht werden, das könnte schon der Witz des Jahres 2011 werden. Das wäre so, als wenn man Silvio Berlusconi zum Vorsitzenden einer Ethikkommission machen würde, die Korruptionsfälle aufdecken soll. Der Stresstest ist zudem völlig überflüssig, den hat es Anfang der 70er Jahre schon gegeben, da war der damalige Kopfbahnhof um ca. 40% leistungsfähiger als der heutige Kopfbahnhof, da unter anderem auch noch die S-Bahnen oben fuhren. Diesen Wert wird ein wie auch immer gebauter Durchgangsbahnhof niemals erreichen. Nach der Offenlegung der gravierenden Mängel von Stuttgart 21 und nach der Abwägung beider Konzepte hätte Heiner Geißler anders entscheiden müssen. Er hat aber mit seinem Spruch das Projekt bewertet, hätte aber für eine Abstimmung plädieren müssen. Er hat das verhindert, was er selber immer gefordert hat, die Etablierung eines neuen Demokratiemodells. Und dass das nicht passiert ist, das ist nicht weniger als ein Skandal. Skandalös sind die Ergebnisse des sogenannten Untersuchungsausschusses zu bewerten, der, wie der Name schon sagt, ermitteln, recherchieren sollte, herausfinden, was am 30. September im Schlossgarten wirklich geschah. Schon die Zusammensetzung des Ermittlungsausschusses ließ befürchten, in der überwiegenden Mehrheit Stuttgart 21 Befürworter, dass eine neutrale und sachliche Wahrheitssuche eher nicht stattfinden wird. Von Seiten der CDU und FDP-Politiker wurde in meinem Fall noch nicht einmal der Versuch gemacht. Man wollte von mir wissen, ob ich Internetseiten des Widerstandes kenne oder mitgestalte, ob ich Protestgruppierungen angehöre und so weiter. Man fragte mich, warum ich nicht getan habe, was die Polizei verlangt hat, nämlich den Weg freizuräumen und Ähnliches. Das Ganze sollte suggerieren, ich sei militant und radikal und da ich mich nicht an vermeintliche Gesetze halte, auch selber schuld daran, dass ich Gewalt erfahren habe. Es wurden sogar meine Zeugenaussagen bezweifelt. Wurden sogar meine Zeugenaussagen bezweifelt, die von mir beschriebenen und beobachteten willkürlichen Prügelattacken der Polizeibeamten wurden bezweifelt und belächelt. An Fragen zu Polizeigewalt, das eigentliche und einzige Ausschussthema, hatte nur ein Kollege der Grünen-Fraktion Interesse. Bei der Beantwortung derselben wurde von der Mehrheit demonstratives Desinteresse an den Tag gelegt. Anderen Zeugen ist es ähnlich ergangen. Man muss also sagen, dass dieser sogenannte Untersuchungsausschuss eine Alibi-Veranstaltung war. Es wurden die Strukturen und Aktionen des Widerstands gegen Stuttgart 21 untersucht und nicht das Vorgehen der Polizei. Letztlich wurde Herrn Mappes und Kollegen eine Bühne bereitet, die sie natürlich genutzt haben, und zwar nicht, um sich zu entschuldigen oder um so etwas wie der Wahrheit auf den Grund zu gehen, sondern um in verschiedenen Versionen herunterzubeten, wir sind's nicht gewesen. Fakt ist nun, dass für die von der Polizei veranstaltete Gewaltorgie also niemand die Verantwortung übernehmen wird, weder direkt noch indirekt. Es gibt und gab keine personellen Konsequenzen. Das heißt dann im Einzelnen, dass ein Rentner unschuldig erblinden ist, ist nicht nur hinnehmbar, sondern auch noch seine eigene Schuld. Das ist feige und das ist rücksichtslos. Der
parlamentarische Untersuchungsausschuss setzt sich in der Mehrheit aus Mitgliedern der Regierungsparteien zusammen. Sein bizarres Vorgehen, also scheinbar Fragen stellen, um wichtige Fragen zu unterdrücken, ist symptomatisch für den Politikstil der jetzigen Regierung. Sachverhalte ignorieren, politisches Versagen, Beschwerden abwehren und dann ablenken, Vorgänge kleinreden und verschleiern, Lösungen vortäuschen, in Wirklichkeit nichts tun und das Ganze dann aussitzen. Was also soll sich verändert haben seit Ende des Jahres? Was hat sich seit der Schlichtung getan? Wo stehen wir jetzt? Und wie geht's weiter? Dann machen wir eine Bestandsaufnahme, eine Inventur zum Jahresbeginn. Nehmen wir den unwahrscheinlichsten Fall an. Stuttgart 21 Plus würde so, wie von Geißler skizziert, umgesetzt. Was würde uns das bringen? Werden bei Stuttgart 21 Plus wieder mehr Güter auf die Schiene gebracht? Nein, es ist nach wie vor ein Autoprojekt. Verbessert Stuttgart 21 Plus wenigstens den Nahverkehr? Nein, er verschlechtert ihn und frisst noch mehr Geld auf, welches dem Verkehrsausbau in der Region fehlen wird. Verbessert Stuttgart 21 Plus die Umweltaussichten? Nein, der Mineralwasserschutz ist nach wie vor unkalkulierbar und zu teuer. Stuttgart 21 Plus schädigt immer noch die Umwelt, Stadtstruktur und das Stadtklima. Leistet Stuttgart 21 Plus denn mehr als K21? Auch das ist mit Nein zu beantworten. K21 kann jetzt schon mehr und das zum halben Preis. Geht es bei Stuttgart 21 Plus nun weniger um Immobiliengewinne? Nein, die Stiftungsidee und Freiflächenvorschläge, die sind unpräzise, vage und in der Praxis undurchführbar. Bei Stuttgart 21 Plus geht es nach wie vor um Kapitalverwertung und Privatisierung. Pfui Teufel! Was die Versprechungen der Bahn wert sind, weiß jeder, der in den letzten Wochen mal Bahn gefahren ist. Wieder einmal schiebt Bahnchef Grube heute, ganz aktuell, das andauernde Bahnchaos auf den massiven Kälteeinbruch. Die tatsächlichen Probleme aber liegen woanders. Der allgemeine Sparkurs, mit dem die Bahn Verschleiß fährt und ihre Gewinne pusht, um attraktiv für einen späteren Börsengang zu bleiben, bietet keine freien Kapazitäten zur Überwindung von Engpässen. Und so soll es dann weitergehen. Das gesamte Geld wird in Stuttgart 21 Plus gesteckt und im nächsten Winter fahren alle Auto, da bei der Bahn dann noch weniger als nichts funktioniert. Und das nennt man dann visionäre Zukunftsgestaltung. Es hat sich also nichts verändert. Warum sollten wir mit unserem Widerstand aufhören? Unsere erste Forderung, wie Frau Dahlbender vorhin schon gesagt hat, ist ein Bau- und Vergabestopp bis zur Landtagswahl. Die nach dem 27. März gewählte Regierung muss Handlungsoptionen haben. Und es kann nicht sein, dass jetzt Tag für Tag Fakten geschaffen werden, die ein mögliches anderes Regieren massiv erschweren. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit, mit Aktionen des friedlichen Ungehorsams, zivilen Ungehorsams gegen Stuttgart 21 vorzugehen. Tragt euch bei den Parkschützern ein, bei dem Parkschützeralarm ein, seid physisch präsent, wenn es darauf ankommt. Ein 30. September wird sich so nicht wiederholen. Niemand wird dieses Projekt weiterbauen können, wenn wir physisch und zahlreich präsent sind. Wir werden unser Demonstrationsrecht weiterhin konsequent wahrnehmen. Unsere zweite Forderung, das scheint mir die wichtigste zu sein, wir fordern nach wie vor und immer dringender und immer energischer eine direkte demokratische Entscheidung über Stuttgart 21. Es soll aber keinen Volksentscheid geben, so der Schlichterspruch. Heiner Geißler schiebt die Schuld auf die Verfassung. Wenn er sagt, es gäbe für einen Volksentscheid, Zitat, keine Chance der Realisierung und wenn er sagt, Zitat, die Landesverfassung gibt das nicht her, dann ist das ganz einfach die Unwahrheit. Oder es ist geschicktes Taktieren. Wahr ist, dass die Stadt Stuttgart die Bürgerinnen und Bürger zu Stuttgart 21 befragen kann. Ganz einfach befragen. Keine umständliche Verfassungsänderung anstrengen, die viel zu lange dauern würde, sondern die Durchführung einer einfachen Befragung muss stattfinden. Politiker können dann vorab erklären, dass sie sich an das Ergebnis der Befragung halten, dass sie das Votum akzeptieren und daraufhin einen entsprechenden Beschluss im Gemeinderat fassen können. Das ist also alles möglich.
Vergleichbares könnte dann, wenn sowas noch ansteht zum Thema Neubaustrecke, auch landesweit und dann im Landtag gemacht werden. Es ist also der Schlichter Spruch und es ist der Schlichter selbst, der die realen Möglichkeiten für eine solche Entscheidung negiert und der die Möglichkeit direkter Demokratie blockiert. Wir danken Heiner Geißler für sein Engagement. Keinen Volksentscheid. Das ist es, was wir ihm zu verdanken haben. Stopp von Stuttgart 21 und die Realisierung einer Alternative also möglich. Doch wer soll uns da vertreten? Wir haben einen Ministerpräsidenten, der nicht alles dafür getan hat, dass am 30.09. keine Gewalt stattfindet. Einen Ministerpräsidenten, der nicht persönlich interveniert, wenn Bürger verprügelt und verletzt werden. Einen Ministerpräsidenten, der den verantwortlichen Polizeipräsidenten nach der durch die Polizei herbeigeführten Katastrophe nicht entlässt, der überhaupt keine personellen Konsequenzen zieht. Einen Ministerpräsidenten, der sich bei den Opfern nicht entschuldigt. Einen Ministerpräsidenten, der von, Zitat, Bildern, die sich nicht wiederholen dürfen, sprechen, anstatt von Vorgängen. Einen Ministerpräsidenten, der die Verantwortung für das Versagen der Exekutive nicht übernimmt, der seine Führungsrolle verweigert und somit nicht fähig ist, sein Amt angemessen auszuführen. So jemand gehört nicht an die Spitze einer Landesregierung. Eine Regierung, die etwas, was seit fast einem Jahrhundert funktioniert, zerstören will und etwas, was nicht besser funktioniert und sündhaft teuer ist, mehr als 10 Jahre lang wieder besseren Wissens bauen möchte, hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Diese Regierung übernimmt keine Verantwortung, sie ist im Sinne des Wortes verantwortungslos und sie sollte auch keine Verantwortung mehr übertragen bekommen. Diese Regierung ist für diese Stadt, dieses Land nicht mehr tragbar, sie gehört abgewählt, ab in die Opposition. Regierungskoalition sollte aber nicht ohne Bedingungen an eine neue Regierung über die Bühne gehen, nicht ohne einen klaren Wählerauftrag. Eine neue Mehrheit im Stuttgarter Landtag muss eine direkte Befragung der Bevölkerung über Stuttgart 21 ermöglichen. Wie sie das im Einzelnen macht, ist ihre Sache. Sie hat dann aber einen Wählerauftrag umzusetzen und er lautet: sofortige Befragung der Bürger der Stadt Stuttgart über Stuttgart 21. Und dafür, zur Erreichung dieses Ziels, werden wir die Gegenöffentlichkeit weiter ausbilden. Neben den Montagsdemonstrationen wird es bis zur Landtagswahl 3 Großdemonstrationen geben. Am 29. Januar, am 19. Februar und am 19. März. Dann sind Aktionstage gegen Stuttgart 21 im ganzen Land geplant. Am 5. Februar mit Campact und am 5. März der landesweite Kein Stuttgart 21-Tag. Wir müssen mit unseren besseren Argumenten den Leuten im Land klarmachen, dass das, was in Stuttgart vergraben wird, bei Ihnen, beim Verkehrsausbau, bei den Kindergärten und Schulen fehlen wird. Dass das Milliardengrab Stuttgart 21 viele andere wichtige und notwendige Bahnprojekte im ganzen Land verhindert und auffrisst. Liebe Mitstreiter, Mitstreiterinnen, aus vielen Gesprächen der letzten Wochen geht hervor, der Widerstand ist ungebrochen. Alle, die ich gesprochen habe, brennen darauf, unser Anfang erfolgreich zu beenden. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir überregional stark wahrgenommen werden. Und daraus leiten sich Verpflichtungen ab. Wir haben die Verpflichtung, die Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen, weil diejenigen, die dafür vorgesehen sind, sie abgegeben haben. Wir aber handeln verantwortlich und wir handeln vernünftig. Und somit bekommt das Wort vom aufgeklärten Bürger einen ganz konkreten Wert, es wird anschaulich. Wir haben in der Tat die einmalige und historische Chance, mehr als nur Protestierer, Kritiker oder wütende Bürger zu sein. Wir können unser Leben aktiv gestalten. Unser demokratisches System gibt uns alle Möglichkeiten dazu. Und unser Kapital sind die vielen neu geknüpften sozialen Netzwerke und Freundschaften, unsere Solidarität, die schiere Masse unserer Bewegung, unsere Hartnäckigkeit und unsere Konsequenz. Es sind noch genau 75 Tage bis zur Landtagswahl. Angela Merkel, wir nehmen Ihre Herausforderung an. Der 27. März ist der Tag der neuen Chance.
ist der erste Teil der Volksbefragung. Die Abrechnung mit der Politik von Mappus & Co. Die Abwahl von CDU und FDP. Am 27.03. wird es ein Bürgervotum für eine Politik der Vernunft geben. Lasst uns da weitermachen, wo wir am 11. Dezember aufgehört haben. Mit mehr als 50.000 Demonstranten. Lasst uns weiterhin viele sein und immer noch mehr werden. Jeder muss das nächste Mal noch einer mehr sein. Mobilisiert alle Freunde und alle die, die meinen, das wäre jetzt nicht mehr wichtig. Erzählt ihnen vom letzten Sommer. Da haben das auch viele geglaubt und jeder weiß, was daraus entstanden ist. Wenn wir mit derselben Unbeirrbarkeit und Energie, derselben Nachhaltigkeit, Wut und Protestierfreude weitermachen, dann werden wir unsere Ziele erreichen und dieses inzwischen über alle Maße sinnfreie Projekt begraben.